Herr Dr. Glutz, beim ASCO, dem großen amerikanischen Krebskongress 2021, haben Sie heute Daten vorgestellt zur ADAPT-Studie für den hormonrezeptor-positiven HER2-negativen Brustkrebs und dort speziell für die Hochrisikogruppe. Was konnten Sie da an Daten zeigen? Wir haben tatsächlich aus der ADAPT-Schatzkiste sozusagen immer wieder neue Daten generiert. Und am Ende des Tages geht es in einfachen Worten zusammengestellt um Folgendes. Das heißt, beim frühen hormonrezeptor-positiven HER2-negativen Brustkrebs stehen wir in der Problematik, dass letztendlich unterschiedliche Prognosefaktoren verwendet werden, um für die Patienten eine Entscheidung für die adjuvante Therapie zu treffen. Und das ist nun mal, glaube ich, seit Jahren diskutiertes Thema. Welche Patienten brauchen nur die Antihormontherapie und welche brauchen eine Antihormontherapie und die Chemotherapie? Und Sie müssen eine Sache bedenken, sozusagen, dass wir in dieser Entscheidung früher uns nur an klassischen Prognosefaktoren orientiert haben. Zu diesen Faktoren zählen beispielsweise Frage Befall der Lymphknoten, ob der Tumor groß ist, wie jung die Patientin ist und ob der Pathologe uns gesagt hat, dass es ein aggressiver Tumor ist, ja oder nein. Natürlich vorausgesetzt, der Tumor ist hormonempfindlich. Das heißt, das setze ich schon mal sozusagen voraus. Wir wissen, dass wenn wir nur diese statischen Kriterien verwenden, wie eben Tumorgröße und Lymphknotenstatus, wir können die Prognose relativ gut abschätzen, aber das führt dazu, dass wir leider Gottes eine wahnsinnige Überbehandlung bei den Patienten haben, was die Chemotherapie betrifft, die nur mit einem moderaten Vorteil in dieser Gruppe assoziiert ist bezüglich der Prognoseverbesserung für diese Patienten. Seit Jahren haben wir sozusagen versucht, diese Aussage über die Tumorbiologie zu präzisieren und zu sagen, okay, schau mal, kann es eben sein, dass wir mit Hilfe der genetischen Fingerabdrücke, beispielsweise Oncotype DX oder auch andere Tests, die da immer wieder diskutiert werden, doch genauer sind als mit diesen klassischen Faktoren. Das ist tatsächlich der Fall. Das wissen wir nicht nur aus der ADAPT-Studie, sondern auch aus anderen Untersuchungen, dass wir letztendlich, wenn wir diesen genetischen Fingerabdruck in speziellen Situationen verwenden, das heißt in erster Linie bei den Frauen, wo wir unsicher sind, ob eine Chemotherapie sein muss oder nicht, dass wir hiermit den Anteil der Patientinnen, bei denen wir eine Chemotherapie doch anwenden, senken können und auch sicher senken können, auch ohne jeglichen Nachteil für deren Outcome. Und dann müssen wir eine Sache bedenken. Das heißt, wenn wir diese beiden Sachen gemacht haben, wissen wir in diesem Augenblick immer noch nicht, ob bei dieser einzelnen Frau die Antihormontherapie, die wir sowieso als sozusagen Grundbaustein unserer adjuvanten Strategie sehen, ob die Antihormontherapie wirkt oder nicht. Wir verlassen uns einfach darauf, dass sie schon wirken wird. Aber wir wissen leider Gottes, dass sie nicht immer wirkt, wie mit jedem Medikament. Und das ist das letztendlich, was auch seit Jahren erforscht wird. Das kann man wunderbar messen, kostet sehr wenig Geld. Man gibt einfach die Antihormontherapie beispielsweise für 2 bis 4 Wochen vor der Operation. Und zwar die Antihormontherapie, die ich nach der Operation für 5 bis 10 Jahre sowieso empfehlen will. Und kann danach messen am Abfall der Zellteilung, während ich operiert habe und den Tumor untersucht habe, ob die Antihormontherapie wirkt oder nicht. Und letztendlich diese Strategien, die ich gerade beschrieben habe, die sind bei weitem nicht neu. Die werden seit Jahren erforscht. Das, was neu ist, und das hat tatsächlich die ADAPT-Studie als erste große Studie geschafft, ist diese 3 Bausteine unter ein Dach zu bringen, sozusagen. Ja? Wo wir beispielsweise bei Frauen, bei denen wir auch nach der Anwendung des genetischen Fingerabdrucks immer noch unsicher sind, ob wir eine Chemotherapie machen oder nicht, dann die Frage zu entscheiden und sagen, okay, wunderbar, wenn bei dieser Patientin die Antihormontherapie wirkt, dann betrachten wir diesen Fall als einen Niedrigrisikofall und geben nur die Antihormontherapie alleine. Und wenn die Antihormontherapie eben nicht wirkt, betrachten wir eher als Hochrisikofall. Und die Ergebnisse für diese Niedrigrisikokohorten nur mit der Antihormontherapie wurden von Professor Harbeck in San Antonio letztes Jahr schon publiziert. Und letztendlich, das führte dazu, dass auch in den Leitlinien in Deutschland diese Messung der endokrinen Empfindlichkeit des Tumors seit diesem Jahr auch durchaus befürwortet wird.
Das heißt sozusagen, das ist jetzt nichts mehr Studien, das kann man wirklich in der Routine von jedem gemacht werden, hat nichts mit Studie zu tun. Was mein Auftrag jetzt war, letztendlich zu schauen, ob diese Messung der endokrinen Empfindlichkeit auch bei Patienten, die eher in den Hochrisikobereich reinfallen, das heißt auch diejenigen, bei denen wir unter Umständen gar keinen Zweifel heute haben, ob eine Chemotherapie sein muss oder nicht, ob es bei denen auch sinnvolle Maßnahme ist. Und in Kürze zusammengefasst, ja, das ist eine sinnvolle Maßnahme. Auch bei diesen Hochrisikofällen identifizieren wir damit die Patientinnen, die eine bessere Prognose haben und bei denen vielleicht doch bei einer oder anderen Frau doch eine andere Entscheidung dann doch getroffen werden kann. So ganz im Groben zusammengestellt. Und ich denke, das, was am wichtigsten ist für die Studie, ist die Botschaft für die Patientinnen, die jung sind. Das heißt für die Patienten, die jünger als 50 Jahre alt sind oder eben prämenopausale Patienten. Bei diesen Patientinnen ist es so, dass wir vor allem, wenn 1 bis 3 Lymphknoten befallen sind, sind wir nach den Ergebnissen des letzten Jahres irgendwie doch sehr unsicher, ob vielleicht doch eine Chemotherapie sein muss oder ob beispielsweise nur die Eierstockfunktion ausgeschaltet werden soll und eben Tamoxifen oder Aromatase-Inhibitor dazugegeben. Da besteht eine sehr große Unsicherheit, weil doch eine große amerikanische Studie gezeigt hat, dass es einen gewissen Vorteil für eine Chemotherapie sein muss. Unter Umständen ist aber dieser Vorteil nur auf den endokrinen Effekt der Chemotherapie zurückzuführen, was auch anders erreicht werden kann. Und das ist in meinen Augen das, was am interessantesten bei uns jetzt rauskommt. Wir sehen ganz klar, wenn wir auf diese Patientinnen, wie gesagt, auch mit 1 bis 3 positiven Lymphknoten schauen, die endokrine sogenannte Responder sind, das heißt sozusagen deren Tumoren sprechen auf Standard-Antihormontherapie an, diese Patientinnen scheinen eine signifikant bessere Prognose zu haben als die Patienten, die sozusagen No-Responder sind, indem die Zellteilung doch unter Antihormontherapie nicht abfällt, obwohl diese zweite Gruppe einer Chemotherapie behandelt wurde mit Chemotherapie und Antihormontherapie. Das bedeutet im Umkehrschluss, und ich sage es nochmal, für die jungen Patienten ist es wirklich etwas ganz Spannendes, dass wir bei diesen Patientinnen 2 unterschiedliche Gruppen haben. Und zwar die einen, die brauchen eine effektive Antihormontherapie. Das kann man mit diesen Daten zumindest einigermaßen gut belegen. Ja? Und die andere Gruppe, die braucht unter Umständen nicht nur die Chemotherapie, sondern vielleicht auch andere Konzepte, die über die Chemotherapie hinausgehen. Das ist wirklich, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und das bringt mich tatsächlich dazu, dass, ich sage mal, zumindest von diesen Daten bin ich der Meinung, wir sollen bei jungen Patienten sehr, sehr vorsichtig mit der Frage umgehen, wer braucht die Chemotherapie. Ja? Und unter Umständen tatsächlich da die Patienten selektieren, diejenigen, die gut von der Antihormontherapie profitieren, rechtzeitig identifizieren, um mit diesen Patientinnen die Chemotherapie mindestens sehr kritisch zu diskutieren. So würde ich heute mich sehr vorsichtig äußern. Und wie gesagt, die anderen Daten sind ganz wichtig auch für die klinische Routine, indem wir einfach zeigen, dass auch manchmal die Patienten mit mehr als 4 Befall-Lymphknoten, aber zum Beispiel günstigem genetischen Fingerabdruck auch exzellente Prognose haben. Aber ganz klar gesagt, diese Patienten wurden in der ADAPT-Studie alle mit Chemotherapie behandelt. Das bedeutet, wir brauchen weitere prospektive Studien, die ganz klar diese Fragestellung untersuchen. Und solche Studien laufen in Deutschland im Moment. Eine Frage noch. Das Feststellen, ob ein Ansprechen auf die antihormonelle Therapie da ist, das passiert über Ki-67 oder worüber? Genau. Das heißt letztendlich, das war das, was ich gemeint habe, das kann man mit Abfall der Zellteilung bestimmen. Und im Rahmen der ADAPT-Studie, als auch anderen Untersuchungen in Großbritannien und Vereinigten Staaten, wurde es tatsächlich am Abfall vom Ki-67 bestimmt. Das heißt, dann den Baseline Ki-67 verwenden wir quasi fast schon routinemäßig immer zur Abschätzung der Biologie, weil die Zellteilung insgesamt die zentrale Rolle für die Aggressivität beim Brustkrebs und vor allem beim hormonempfindlichen Brustkrebs spielt. Ja? Und indem wir sehen, dass dieser Ki-67 unter die Marke von 10% fällt oder von vornherein da sich befindet, muss man sagen. Ja? Das heißt, wir betrachten diese Fälle eben als Endocrine Responders und haben nun mal gezeigt, dass diese Fälle wirklich sehr, sehr, sehr gute Prognose aufweisen.
Und ich möchte vielleicht auf einen Punkt schon ein bisschen vorgreifen, den Sie unter Umständen auf der Zunge haben, weil der KI 67 durchaus auch mal kritisch gesehen wird. Weil es kann durchaus sein, dass ein Pathologe, ich sag's mal so, dazu 11% sagt und der andere Pathologe 9%. Ja? Und im Rahmen der ADAPT-Studie haben wir tatsächlich zentralpathologische Begutachtung von KI 67 gehabt. Ich möchte aber diesen Punkt gleich sehr genau adressieren, indem folgender Punkt gesagt werden soll. Es gibt inzwischen sehr schöne Untersuchungen, auch weltweit, die zeigen, dass die Konkordanz, das heißt die Übereinstimmung der Bestimmung von KI 67 in sehr niedrigen Bereichen und in sehr hohen Bereichen wahnsinnig hoch ist. Das bedeutet, wenn ein Pathologe gesagt hat, beispielsweise, das ist ein Tumor, der hat nach der Antihormontherapie Zellteilung von 2% und davor waren es 20%, dann mag durchaus sein, dass der andere Pathologe dazu 5% sagt, aber das ist immer noch ganz klare Botschaft, da passiert was. Mhm. Ja? Natürlich sozusagen am 10% Cut-off plus minus paar Prozentpunkte, es gibt immer noch eine Unsicherheit und ich träume davon, und ich bin auch sehr sicher, dass wir in ein paar Jahren sicherlich bessere Tools haben werden, das viel genauer zu bestimmen und gegebenenfalls auch das Profil der Endocrine Responder so definieren werden, dass wir von vornherein auch ohne präoperative Antihormontherapie wissen werden, das ist eine Patientin, die ist Endocrine Responder. Aber das ist die Zukunftsmusik. Das, was wir heute am Montag machen können, ist einfach schlicht und ergreifend das tun und zumindest in klaren Fällen. Das heißt, wenn wir es schaffen, zumindest in klaren Fällen so zu tun, dann bin ich wahnsinnig glücklich, weil wir tatsächlich vielen Frauen die Therapie personalisiert haben und auf sie zugeschnitten gemacht haben. Und wir haben danach noch wahnsinnig viel Arbeit vor uns, um eben weiter die Frage zu präzisieren. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Kombination aus klassischen Prognosefaktoren wie die Tumorgröße und Nodalstatus dem genetischen Fingerabdruck wie Oncotype DX und zum Beispiel KI 67 Bestimmung nach Antihormontherapie. Ich bin nicht der Meinung, dass das aller Wahrheit Schluss ist. Ich glaube, da werden wir sicherlich noch viel, viel Neues dazu lernen. Aber für heute glaube ich, das ist schon viel mehr als das, was wir vor 5 Jahren diskutiert hatten, wenn ich so an meine Klinik denke. Nein, es zeigt einfach auch, dass wir dem Schritt immer näher kommen, Patientinnen eine, sagen wir mal, auch Nebenwirkung, Langzeitnebenwirkungs, nicht frei, sondern sogar mit sehr viel Nebenwirkungen verbundene Therapie unter Umständen ersparen können, weil sie keinen zusätzlichen Vorteil bringt. Ja, durchaus aber ein Nachteil, der gemessen genau. wird. Nein, aber also, wie gesagt, also trotzdem, ich möchte ganz klar sagen, es geht weniger um das Thema, sozusagen bloß Chemotherapie vermeiden. Es ist natürlich immer wieder so, dass wir vielleicht auch einen Fall neu identifizieren, auch eine Patientin, bei der wir ohne diese, beispielsweise ohne genetischen Fingerabdruck und ohne Bestimmung der Zellteilung nach Antihormontherapie beispielsweise vielleicht auch nicht daran gedacht hätten, eine Chemotherapie zu machen. Und dann uns wundern, warum kommen die Patienten 2 Jahre später, obwohl wir sie eigentlich vor 2 Jahren als Niedrigrisiko sozusagen gratuliert haben und gesagt haben, alles wird gut und die kommen blöderweise mit einem Rückfall und wir sitzen alle und können überhaupt nicht verstehen, was ist da schiefgelaufen, weil wir leider Gottes nicht genügend Informationen über diesen Tumor gesammelt haben. Und ich sage es nochmal, da stehen wir, glaube ich, erst am Beginn der langen Story sozusagen. Aber ich glaube, dass wir Patientinnen auch alle verstehen, 100% erreichen wir nicht, egal ob viel oder weniger Therapie. Ein Restrisiko bleibt einfach übrig. Sicherlich. Es geht wirklich nur um die Präzisierung dieses Risikos und um die saubere Diskussion mit der Patientin. Welchen Aufwand möchte sie unter Umständen in Kauf nehmen, um diesem oder jenem Risiko vorzugreifen? Und ich glaube, bei diesen ganzen Punkten, die ich heute gesagt habe, sowohl was Befall der Lymphknoten betrifft, als auch den genetischen Fingerabdruck, als auch Messung der Empfindlichkeit gegenüber Antihormontherapie, der zentrale Punkt bleibt die Patientin. Der zentrale Punkt bleibt eben ihre, ich sage mal, ihr Sicherheitsbedürfnis einerseits und auf der anderen Seite auf jeden Fall auch Thema Komorbiditäten etc. pp. Das ist das, was ich immer wieder
nur wiederholen soll, sozusagen, wir müssen bloß nicht irgendwelche Tests machen, wenn wir aus diesen Tests keine Konsequenzen ziehen oder ziehen können. Deswegen die Patientin bleibt einfach als Ausgangskriterium dafür. Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Interview. Danke.